Guardians of Light, ein Wattpad-Roman von Pikachu Emily. Kapitel 1. Schnelle Schritte hallten laut durch die breiten Gänge des alten Schlosses. Überall war Geschrei zu hören, was von den Geräuschen einstürzender Wände oder dumpfem Aufprallen begleitet wurde. Es gab kaum einen Gang, auf dem nicht das Chaos herrschte. Auf allen Gängen gingen Kämpfer beider Seiten zu Boden und Blut floss in die Bodenritzen. Sowohl das helle, rosenrote Blut, wie auch dunkles, schwarz-violettes Blut. Klageschreie und Lichtkugeln flogen durch die Luft. Panik lag über dem Schloss, reine Panik. Lehrer und Schüler rannten in den untersten Stockwerken durcheinander und der Portalraum platzte fast aus allen Nähten. Die Lehrer versuchten, die Schüler zu beruhigen und die Portale, so schnell es ging, schleusungsbereit zu machen. »Als erstes die Schüler des ersten Jahrgangs«, rief die Direktorin. Sofort begannen die Schüler des achten Jahrgangs, welche als Unterstützung dabei waren, die Jüngsten nach vorne zu bringen. »Die Zweitklässler sollen aufschließen«, rief eine der Achtklässler über die Schulter, während sie die zwei Mädchen an den Arm nach vorne zog. Panisch sahen die Mädchen die Achtklässler an. »Ich will nicht«, versuchte sich eine aus ihrem Griff zu winden. »Doch, du willst«, fuhr die Achtklässlerin sie an und zerrte die beiden Kinder auf den Portalbogen zu. »Los, schneller«, forderte eine der Lehrerinnen. »Gute Reise«, meinte die rothaarige Achtklässlerin mit den grünen Augen und stieß die beiden Kinder mit einem Mal durch den Portalbogen. Die beiden Mädchen konnten noch einen Schrei loslassen, dann waren sie verschwunden. Sofort wurden die nächsten beiden nach vorn gezogen und durch das Portal gestoßen. »Beeilt euch, Kinder«, rief die Direktorin. Da erbebte mit einem Mal das gesamte Schloss und der Großteil der Kinder fiel auf die Knie. »Die Fünft- und Sechstklässler werden sie nicht ewig zurückhalten können«, rief eine der Achtklässlerinnen. Sie hatte schulterlanges, braunes Haar und blaugraue Augen. Schnell sah die Direktorin zwischen dem Portal und den Schülern hin und her. Schließlich sah sie über ihre Brille hinweg die rothaarige Achtklässlerin an. »Carla«, rief sie die Feuerlocke zu sich. Schnell eilte diese zu ihr. Die Direktorin packte sie an den Oberarm und fixierte ihre Augen mit ihrem Blick. »Carla, du musst mir jetzt sehr gut zuhören. Sobald die unteren drei Klassenstufen evakuiert sind, werden die Lehrkräfte und ich versuchen, das Schloss zu verteidigen.« Carla nickte verstehend. Die Direktorin sah sie entschuldigend an. »Aber du und dein Team, ihr müsst etwas für mich tun.« Carla sah zu ihren drei Teammitgliedern, ehe sie wieder ihre brünette Direktorin ansah. Sie bekam einen strengen Blick. »Was müssen wir tun?« war alles, was sie wissen wollte. Die Direktorin fasste sich an den Hals und riss sich ihre Halskette runter. Diese hielt sie Carla vor. »Schafft es sofort aus der magischen Dimension. Der Prinz darf es nicht in die Hände bekommen«, forderte die Schulleiterin. Carla nahm die Kette an sich, an der ein kunstvoll verzierter Schlüssel hing, welches mit Smaragden geschmückt war, und steckte ihn sich in den Ausschnitt. »Geh«, schob die Direktorin Carla von sich weg und drehte sich sofort um und lief zum Ausgang des Portalraums. »Katara, Luja, Fleur«, rief Carla. Drei Achtklässlerinnen drehten sich zu ihr um. Die mit den schulterlangen braunen Haaren, eine mit langem rabenschwarzem Haar und grün-goldenen Augen und ein Mädchen mit silberweißen Haaren und strahlenden Augen. Die Kleidung der Mädchen war sehr verschieden. Carla trug eine schwarze Hose, ein schwarzes Top und schwarze Handschuhe, rote Stiefeletten und einen roten Kapuzenmantel mit schwarzer Spitzenverzierung. Ihr Haar trug sie offen, sodass es ihr über die Schultern fiel. Katara, die Brünette der Vier, trug eine blaue Corsage, an welche Bein- und Armteile angeknöpft wurden. Es hatte einen Stehkragen und war mit Silbermustern verziert. Luja, die Achtklässlerin mit den silberweißen Haar und den umwerfenden hellen Augen, mit goldenen Bändern waren leichte Sandalen mit Absatz an ihren schlanken Beinen befestigt. Sie trug ein schulterfreies Kleid, dieses war an der Seite komplett aufgeschlitzt und wurde mit goldenen Ketten zusammengehalten. Die Ärmel waren so lang, dass sie über dem Boden schliffen. Lujas Haar war zu einer halboffenen Frisur zusammengebunden. Fleur, die letzte im Bunde, mit dem langen schwarzen Haaren, welches sie in einem hohen Zopf trug, aus dem nur ihr schiefer Pony raushing, trug ein grünes Überkleid, schulterfrei und auf einer Seite bis zur Hüfte aufgeschnitten. Dazu trug sie braune Arm- und Beinschoner, welche unterschiedlich lang waren. Diese waren ebenso wie der Halsbereich des Kleides bunt verziert. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch das Video gefallen hat, dann teilt und bewertet es doch bitte. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.